Ja, jetzt aber die richtige Anmoderation, denn das, was ich eben wahrscheinlich reingeschnitten habe, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt gerade mache, da muss ich nochmal schauen, denn, ja, ich habe sehr, sehr viel ausprobiert in letzter Zeit und es gab sehr viele Probleme, ihr wisst gar nicht, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwer das ist, GTA aufzunehmen, in Ultra, mit allen Settings. Ich habe die Sichtweite mittlerweile auf 100% oder auf Maximum gestellt, in Full HD, in 4K wird es wahrscheinlich noch schlimmer und dann halt mit Redux, dass es dann wirklich auch ruckelfrei läuft, und mit 60 Bildern vor allem. Das ist gar nicht so einfach, es wird ja immer mal wieder Ruckler geben. Ich versuche natürlich das Ganze dann mit meinem neuen PC noch besser ein bisschen besser hinzubekommen, aber es ist wirklich sehr, sehr schwer. Und ich habe gestern sehr lange aufgenommen und die ganzen Aufnahmen waren kaputt. Ich hatte viele Probleme mit meiner Elgato Game Capture D60 Pro. Broadcaster will gar nicht das aufnehmen, an Fraps will ich da gar nicht denken. Shadowplay wollte da auch nicht wirklich und... Ja, keine Ahnung, eben habe ich dann wahrscheinlich etwas reingeschnitten und da habt ihr schon ein bisschen so die Anmoderation gesehen und was ich vorhabe, ich wollte heute mal den Tornado oder die Tornado-Mod zeigen. Es sieht einfach unfassbar aus, wenn man dann hier mit dem Fallschirm über die Stadt schwebt und der Tornado im Hintergrund und so weiter und so fort. Ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen was simulieren. Und, also wundert euch nicht, wenn eben der Ton nicht so ganz geil gewesen ist. Da habe ich mega Probleme. Das Spiel verkackt mir den Ton und die Aufnahme verkackt mir den Ton. Und dann gibt es hier Probleme und da Probleme. Ich will euch da gar nicht mit nerven oder so. Es ist einfach nur, deswegen kommen halt wirklich so wenig Folgen momentan. Weil ich sitze wirklich sehr, sehr lang an den PC-Videos und an so einer GTA-Folge. Das kostet fast meinen ganzen Tag, beziehungsweise neben meiner normalen Arbeit bei PlayNation. Es ist einfach krass. Na gut, egal. Ich will jetzt nicht weiter rumheulen. Ich heule ja schon genug rum. Jetzt machen wir es mal dunkel. Und dann Wetter. Noch ein bisschen Regen. Und dann sieht das Ganze schon mal so aus. Das Problem ist, dass ich keine Waffen benutzen kann. Das ist, glaube ich, noch ein Bug von der Tornado-Mod. Aber gut, wir gucken uns. Ich versuche jetzt ungefähr die Folge so zu machen, wie die Folge, die ich gestern aufgenommen habe und die ich nicht raushauen konnte. Wo ihr halt jetzt eben wahrscheinlich schon die Anmoderation von gesehen habt. Natürlich kann man jetzt an dieser Stelle sagen, okay, die Lichtsetzung ist natürlich ein bisschen übertrieben. Die soll halt ganz genau perfekt sein, so wie man es erwarten würde und wie es aber vielleicht in der Realität gar nicht ist. Aber ich finde es trotzdem hier mega nice. Und ich habe ja schon oft gesagt, ich kann natürlich auch noch andere Optionen hier dann einstellen oder verschiedene andere Grafikmods innerhalb dieser Redux-Mod dann hier einstellen. Aber wenn ich jetzt einfach mal... Alter, wo ist der denn jetzt hin, der Tornado? Hä? Das, ich hab den Tornado jetzt gar nicht... Alter, ein bisschen aufpassen auf das Taxi. Wo ist der Tornado hin? Der läuft einfach weg. Hä? Also in der anderen Folge hat das besser funktioniert. Ja, wir gucken einfach mal. Wir laufen einfach mal ein bisschen durch die Stadt. Mal schauen, wann der Tornado wiederkommt. Jetzt, wo wir Donner haben, könnte er auch randommäßig spawnen. Aber es gibt wirklich, ich habe gestern auch mit meinem Bruder mal ein bisschen, oder er hat gezockt, ich habe zugeguckt, ihm ein paar Mods hier nochmal reingehauen und das Wetter ein bisschen geändert und so. Aber das war mega nice, vor allem wir sind ein bisschen geflogen, wir waren auf dem Mount Kilian, wo ich halt auch gleich noch hin möchte und es gab so geile Momente unter Wasser, das sieht mega nice aus. Wir müssen wirklich mal, ja, dann auch ein paar Sachen erkunden. Habe ich auf jeden Fall Bock. Ich hoffe auch, dass es mit der Aufnahme in nächster Zeit besser klappt. Dann kann man nämlich auch wieder den regulären GTA 5 Upload-Plan verfolgen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. So, irgendwie will... Wow! Alter, was nicht... Ah, jetzt ist der Tornado... Da hinten? Hä? Irgendwas ist ganz, ganz seltsam mit dem Tornado heute. Wow. Alter, was macht der da gerade? Und es ruckelt jetzt gerade. Aber gut, der Tornado kostet halt auch nochmal richtig, richtig Performance. Ich bin überhaupt überrascht, dass mir das Spiel noch gar nicht abgestürzt ist. Da oben ist der Tornado gerade. Sieht natürlich richtig geil aus. Vor allem draußen, in Blaine County, da muss man das mal machen, bei schlechtem Wetter. Das habe ich auch schon mal ausprobiert. Auch das sieht richtig, richtig beeindruckend aus. Boah, krass. Aber der irgendwie distanziert er sich heute so ein bisschen von mir, den Tornado. Ich glaube, der hat keinen Bock auf mich. Oh, okay, ich habe mir nichts gesagt.
Kann es sein, dass er gerade auf mich zukommt? Boah, man sieht ja, man sieht nichts mehr, ne? Boah, wie, okay, ich habe ihn beleidigt. Ja, ja, Fallschirm, konzentrier dich. Nein, nicht gegen die Wand. Nein, 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 nicht, bitte nicht, nein. Aua, aua. Okay, ist ja gut, ist ja gut. Ich bin auch nicht gerade hoch weggerissen worden. Boah, der nimmt gerade alles mit. Guck mal hier, die Mülltonne gerade. Und das brennende Auto. Heieieiei. Ach, guck mal, ein Feuerwehrauto. Wo ist denn der Tornado jetzt hin? Kann man das mal irgendwie... Bitte, hallo? Danke mal, das Feuerwehrauto hier. So, super, danke. Danke, ja, ich brauche das mal kurz. Okay, vielen Dank. Jo, oh, dann haben wir den Feuerwehrmann noch mitgenommen. Ich mache hier mal eine ganz kurze Pause. Ich werde noch mal ganz kurz die Aufnahme überprüfen. Dann sehen wir uns sofort wieder. Bis dahin. So, dann sind wir wieder in GTA 5. Es regnet doch. Ich habe ein bisschen was verändert. Und die Aufnahme einfach mal kontrolliert und neu gestartet. Und so sieht alles momentan ganz gut aus. Aber naja, gut. Jetzt bei Nacht mal kurz über die Stadt und dann zum Mount Kilyard. Aber ich glaube, das ist erstmal das Highlight, oder? Sich die Stadt von oben anzugucken. Bei diesem Wetter vor allem. Ja, der Regen sieht auch schon. Also, da hat man sich schon was Schönes ausgedacht. Damit das alles hier möglichst realistisch aussieht. Ob eine Stadt von oben wirklich so aussieht, ist natürlich... naja, weiß ich nicht. Also ich bin noch nicht über New York oder so geflogen, aber die Farben sind vielleicht dann wirklich, wie ich ja eben, glaube ich, schon mal erwähnt habe, ein bisschen übertrieben, ein bisschen, ja, auf Perfektionismus getrimmt, damit es halt wirklich so aussieht, wie man sich vielleicht vorstellt, aber dann nicht, letztendlich dann vielleicht nicht so ist, wie es in der Realität aussehen würde. Aber ist ja auch egal, jetzt gerade. Es sieht auf jeden Fall, also ich finde es sehr, sehr nice. Einige haben zwar gesagt, mein Bruder zum Beispiel auch, als er jetzt letztens mal mitgeguckt hat, dass der Unschärfeeffekt ist ein bisschen zu krass. Und es flimmert recht stark. Gerade bei Tag dann. Weil die Weitsicht, die Distanz, habe ich einfach mal auf 100% gehauen. Und ja, kommt das Spiel nicht ganz mit zurecht, habe ich das Gefühl. Und das Gras war wirklich von der Farbintensität oder vom Kontrast her ein bisschen zu grün vielleicht. Aber das könnte man ja dann auch abändern. Und ich hatte Tatsache auch einmal auf 60 Hertz gestellt, weil mir das Spiel, das dauernd die Grafikeinstellungen hier wieder oben ändert. Oder die Bildschirmeinstellungen, die wieder Bildwiederholrate. Und dann habe ich das mal auf 50 gestellt, dann sah das auch alles besser aus. Da hatte ich nicht mal diese nervigen Streifen da auf dem Monitor. So, das ist der Mount Kilyard da oben, oder? Ich mache es mal wieder ein bisschen heller. So, wo sind wir denn hier gerade? Oh, da war ein geiles Wetter. Oh, ja. So sieht das dann. Also, ne, man kann natürlich dann jetzt sagen, ja, die Distanz. Ah, das ist vielleicht da noch ein bisschen krass und das ist alles vielleicht ein bisschen zu hell und ein bisschen zu bunt. Ich werde dann, wenn das funktioniert, mal die etwas dunklere Variante installieren. Ich habe nur momentan, weiß ich nicht ganz, wie ich das mache mit den Aufnahmen, weil ihr seht, das ist einfach viel mehr Arbeit, so aufzunehmen. Und ich möchte auch normale Mods ab und zu nochmal zeigen, aber ich habe das Gefühl, mit dieser Version wird das nicht so einfach oder geht halt nicht. Wenn ich natürlich jetzt meinen neuen PC gebaut habe, könnte ich das so machen. Redux auf dem einen PC und normale geht ja auf der auf dem anderen PC. Aber sinnvoll wäre natürlich, Redux dann auf dem besseren PC zu spielen und hier dann wieder die normale Version, aber dann müsste man das alles wieder neu installieren und hinten dann Redux installieren. Das ist echt alles viel Arbeit und ob sich das letztendlich dann lohnt, naja, das ist ja sowieso immer die Sache. Wenn man mal ganz ehrlich ist, für meinen Kanal wäre es wahrscheinlich besser, wenn ich einfach mal wieder normal aufnehmen würde. In der Zeit, wo ich dann hier GTA zum Laufen bekommen möchte, schaffe ich es dann wahrscheinlich auch einfach mal 10 Folgen Outlast Whistleblower oder sonst was aufzunehmen. Aber ja, das ist einfach mein Anspruch momentan, den ich habe. So, komm, wir landen jetzt einfach ganz hässlich hier. Ja, komm, so hässlich landen wir dann doch nicht. Okay. Okay. Okay, komm, komm. Gib's mir, Baby. Okay.
Wir sind gelandet. Offiziell gelandet. Und wir gucken uns jetzt hier mal ein bisschen um. Ihr seht schon, wow, das sieht nice aus. Aber ihr seht das Flimmern auch da hinten zum Beispiel. Auf jeden Fall empfehle ich für Leute, die irgendwie vielleicht Probleme mit diesen Stieren, Bildschirmstieren haben und dann einen Monitor mit 50 Hertz haben und hier auf 60 gestellt haben, ja, wieder auf, was ist hier los? Achso, hier kommt eine Seilbahn. Schön wieder auf 50 Hertz zurückstellen. Und ich kann ja ganz kurz auch mal meine Grafikeinstellung zeigen. Ich habe zum Beispiel, genau, 50 Hertz, 1920x1080. Dann habe ich... Ja, ihr seht, mein Grafikspeicher kommt irgendwie immer so ein bisschen an seine Grenzen. Also das sieht jetzt hier nicht so aus, aber ja, hier geht's eigentlich noch, aber mein Arbeitsspeicher, der kommt auf jeden Fall an seine Grenzen. Also die Auslastung liegt dann teilweise bei 95%. Und wenn Elgato die Karte das hier noch oder mein Prozessor das noch rausrendert, dann ist es hier echt drum geschehen. Hier bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, MSAA lasse ich mal raus. Aus. Hier muss ich nur mal gucken, was ich hier besser machen könnte, was ich einstellen sollte. Bin da jetzt auch kein Profi. V-Sync habe ich einfach mal an, damit es eine konstante Bildrate ist. Wenn ihr da irgendwie Tipps oder so habt, gerne mal in die Kommentare schreiben. Bevölkerungsdichte habe ich halt komplett hoch. Das habe ich alles komplett hoch. Sehr hoch. Könnte ich natürlich auch noch machen. Das wusste ich gar nicht, dass ich das nicht auf hoch habe. Will ich aber jetzt hier, um ehrlich zu sein, gar nicht machen. Vor allem nicht mitten in der Aufnahme. Und dann seht ihr, habe ich noch die erweiterte Darstellungsdistanz komplett hoch. Und ich weiß nicht, wie man die erweiterte Schattendistanz noch hochstellt. Wenn da jemand Ahnung hat, gerne mal in die Kommentare schreiben. Und was ist Streaming mit vielen Details beim Flug? Das weiß ich auch nicht. Ich werde das, glaube ich, alles bald mal ausprobieren. Aber halt, ne, wie gesagt, in der Aufnahme ist das dann doch ein bisschen blöd. So. Das sieht übrigens auch nice aus, wenn man jetzt hier gleich zum Beispiel mal runter geht, aber wir gehen erstmal auf die Plattform da oben. Auf die Aussichtsplattform. Zack. Guck mal. Da sieht man mal, so groß ist die Karte gar nicht, wenn man so einen fetten Blick hat, aber ja, ist natürlich krass, das auch alles zu berechnen. Momentan habe ich den i7 4790K bei mir im Rechner drin, auf einem 1150er, auf einem Intel 1150er Board. Und ich werde mir jetzt ein 1151er Board reinbauen. Und dafür, da kommt dann der der i7 6700K rein. Der hat auch 4 Kerne mit 4 Gigahertz getaktet. Mit 4 Gigahertz. Und das Ding ist aber, glaube ich, nochmal ein bisschen schneller und halt für mein Board, für das 1150er, beziehungsweise für das Board halt, für das Mainboard, das ich habe, muss ich halt ein 1151er. Also das ist ein 1151er Sockel. Deswegen muss ich halt einen anderen CPU-Prozessor nehmen und ich glaube, der ist aber ganz gut. Aber ich würde damit eigentlich nur sagen, dass der hier, der 4790K, gar nicht mal schlecht ist. Das K steht übrigens dafür, dass der Prozessor einen offenen Multiplikator hat. Ist also schön übertaktbar bis zum... geht nicht mehr. Ja, nice, nice, nice. So, ich hatte euch ja eigentlich noch den Tornado versprochen. Das müsste ich eigentlich gleich noch machen. Mal gucken. Das Problem ist halt auch, das Rausrendern dauert halt immer mega lange von dieser Datei. Und dann muss ich das Ganze ja nochmal rendern. Ja, es sind einfach so viele Details und so eine Datengröße. Das ist schon bemerkenswert. Okay, dann, zack. Schön mal wieder auf die Nacht. Dann könnten wir nämlich hier verschiedene Sachen machen. Unter anderem, wenn wir auf MISC Options gehen. Wenn wir das hier machen. Hey, Feuerwerk! Hey, Feuerwerk! Arschleckenfeuerwerk. Haben wir nicht getroffen. Genau. Kennt ja jeder von uns. Massacre Mode. Ist auch mega nice. Habe ich, glaube ich, irgendwann mal gezeigt. Muss ich aber nochmal mit der Redux mal zeigen. Und dann habe ich halt Meteoriten-Shower-Mode, sieht aber nicht so geil aus wie der, ja, wie die entsprechende Mod oder das entsprechende Skript dazu. Das zeige ich aber auch bald nochmal. Und der EMP-Modus zum Beispiel. Also der Blackout. So sieht GTA dann komplett im Dunkeln aus. Ich könnte es natürlich auch noch ein bisschen dunkler machen, wenn ihr das denn gerne wollt. Wir testen ja heute alles mal aus hier. Zack. Ja. Nur noch die Sterne im Grunde. Kann man machen. Muss man aber nicht.
So, dann machen wir den auch wieder an. Beziehungsweise aus. Den muss ich euch gleich mal zeigen, eigentlich, den Massaker-Mod. So, wenn ich mich dann jetzt noch hier, Achso, genau, ich könnte euch dann auch ganz kurz, wenn wir schon gerade hier sind, die verschiedenen Wetteroptionen mal zeigen. Also hier, extra sunny, clear, clouds, smog. Ja, das sieht auch nice aus. Ich hoffe, ich nice immer sage in letzter Zeit, aber es ist halt so. Ich brauche noch einen neuen erweiterten Wortschatz. Overcast, rain, thunder, machen wir wieder aus, jetzt kommt gleich der Tornado. Clearing, neutral, Schnee, Blizzard, wir können natürlich auch Snow on Terrain machen. Terrain. Na, dann sieht das Ganze so aus. Ein bisschen sehr, sehr übertrieben, aber hat auch was auf jeden Fall. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Das ist, glaube ich, auch für den Rechner nochmal krasser, wenn hier noch Schnee auf dem Boden liegt. Ja, noch verschiedene andere Möglichkeiten hier. So, ich gehe erstmal auf Regen. Die Zeit lassen wir mal so und wir teleportieren uns mal nach Blaine County. So. Teleport. Raypoint. Zack. Und dann frage ich mich jetzt einfach, wie würde das Ganze denn hier aussehen, wenn hier ein Tornado vorbeikommen könnte, würde. Ja, 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 ja. Boah, alter Schwede. Alter Schwede. Ein Heuballen. Letztens ist da sogar mal eine Kuh dran vorbeigeflogen. Ah, fuck. Da kommt er auf jeden Fall mega an seine Grenzen, der PC gerade. Schade eigentlich. Oder das Spiel kommt an seine Grenzen, ist da auch nicht für optimiert. Warum kommt er eigentlich wieder in meine Richtung? Habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Oh, guck mal, hier sind auch Kühe. Die freuen sich bestimmt jetzt gleich. Okay, wir müssen es noch ein bisschen... Das Wetter noch ein bisschen... Wetteroptionen... Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Alter! Was macht die... Warum liegt hier eine tote Kuh? Oh, hört ihr die Kühe gerade? Eieiei, hat die ganzen Kühe mitgenommen. So, wenn wir natürlich dann die Option, die Zeit noch ein bisschen... noch ein bisschen interessanter aus. Ja, Kinder, macht das bitte nicht nach, ne? Einem Tornado bitte nicht hinterherlaufen. Das ist keine gute Idee. Auch die Erwachsenen dürfen das nicht. Also nicht nur an Kinder gerichtet, sondern an alle. Auch das sieht beeindruckend aus. Entschuldigung. Ah, fuck, ah, fuck. Der kommt mir irgendwie immer hinterher, habe ich das Gefühl. Was war das denn gerade? Nein, schon wieder. Ja. Eieieiei. Oh. Eieiei. Nein. Lass mich bitte wieder frei. Alter Schwede. Lass mich bitte frei. Komm. Na. Oh, eine brennende Palette. Hm. Ja gut, das war dann mal so der Tornado. Man kann halt hier noch viele Spirenzi mitmachen und das sieht halt immer mega geil aus. Je nachdem, wie man halt dann so das Wetter verändert.
Und ja, ihr könnt an dieser Stelle gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr da so von haltet. Ob das, ob sich solche Folgen lohnen oder ob man das wirklich dann nur ab und zu mal so als Bonus macht. Wenn ihr lieber wieder normale Mod-Folgen wollt oder soll ich mich weiter darauf konzentrieren, ja alles rauszuholen oder ja, keine Ahnung. Würde mir auf jeden Fall über einen Daumen nach oben da freuen. Wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet, würde ich mich freuen. Wenn nicht, dann halt nicht, dann würde ich mich halt nicht freuen. Und ich bin sehr gespannt, ob die Aufnahme so funktioniert hat. Wenn ja, dann ist mein Traum auf jeden Fall erfüllt worden. Und ja, euch einen schönen Tag. Haut rein. Dann bis dann.